the fuck einfach. Jo, Mikro. Stell dich mal normal hin. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. Oh, es wäre zu gut gewesen, wenn wir den hier erwischt hätten noch. Während meiner Wache kommt er hier nicht durch. Irgendwas Unheimliches gesehen? Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Jetzt? Nee, nee, nee. Mieser, dreckiger Abschaum. Hauptsache, jetzt werden wir an Sachen entdeckt, wo wir vorher nicht entdeckt wurden. Ist der jetzt einmal im Kreis gegangen? Ja, der ist einmal von hier, dann so und dann zack. What the fuck? Du kleines Dreckstück. Geh du lieber nach hinten, du Arsch. Kleiner Fun Fact, der Typ, der gerade du kleines Dreckstück gesagt hat, war der Synchronsprecher von Dante aus Devil May Cry aus dem Anime. Lol. Der ist in vollen vielen Spielen dabei. Jetzt? Wir wissen ja noch gar nicht, wo der Aufwärmen ist. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal. Siehst du, wäre die falsche Pose gewesen. Der muss hier. Halt Maul. Ich gehe runter, sobald du sagst, ich soll runtergehen. Wir kommen zurück. Du Arsch. Vor allen Dingen, weil wir da oben invisible sind. Total invisible. Aber wir kennen es doch aus Horrorfilmen und vielen anderen Spielen. Die Leute gucken nie nach oben, sei denn sie haben dich schon entdeckt. Nee, das ist folgendermaßen. Die Leute gucken niemals nach oben. Du glaubst, du bist sicher. Der Killer geht gerade unter dir her. Du willst gerade auf ihn draufspringen und dann guckt er hoch. Na, so, genau. Als hätte er die ganze Zeit gewusst, dass du da sitzt. Ich komm nicht mehr hoch. Mieser, dreckiger Abschaum. Der Mensch lebt gefährlich, ey. Alter, der Typ geht nicht mehr zum Feuer. Warum geht er nicht mehr zum Feuer? Weiß es nicht. Geht er nach vorne? Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen hier. Seit wann laufen die zwei denn aneinander? Das haben die letztes Mal nicht gemacht. Sehr interessant. Nein. Tatsächlich wissen wir, einen Angriff gemacht. Tatsächlich waren wir aber hier beim letzten Spielstand. Da haben wir nämlich überprüft, wer alles Münzen dabei hat. Stimmt. Vielleicht war das der Auslöser. Ja. Jo. Scheint fast so. Du lebst gefährlich mit deiner Kamera. Jetzt kommst du sicher nimmer hoch.
irgendjemanden gesehen, der krank aussieht? Du bringst mich immer zum Lachen. What the fuck? What the fuck tun die? Du kleines Dreckstück. Wie zum Teufel geht der? Das hat das er vorher noch nicht gemacht. Das steht voll komisch. Na toll. Boah. Das nächste Zeitfenster abwarten. Und jetzt. Du geh wieder nach hinten. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Ich sehe deinen Schatten. Beschissen. Sag mir, sobald bereit. Ich mach mir so lang Keks auf. Okay, das Zeitfenster müsste offen sein. Wenn er nicht wieder so dumm läuft. Jetzt. Da liegt was. Am Sessel. Sessel? Ah, doch nicht. Das ist noch ein Spieß. What the fuck? Spiel. Das Spiel einfach. Zehnling war der letzte. Naja, ich wollte nur seinen Typen, haben. Geld haben. Genau. Irgendwas? Ne. Ist da noch irgendwas? Also mir kommt's echt vor, als hätten wir weniger als im letzten Run gefunden. Irgendwie schon, ne? 749 Münzen haben wir gefunden. Im letzten Run. Haben wir jetzt? Da kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das kann ich dir erst in der Auswertung sagen. Lol. Wie hast denn du jetzt das Spiel rausgetippt? Escape. Während ich Alt drücke, darfst du nicht Escape drücken. Das ist sowieso die falsche Taste. Bei mir ist gerade Alt-Tab angegangen. Gut, hör auf Alt zu drücken. Warum? Ja. Dann gehen wir halt mach mal das Inventar auf. ...786 von 1010 Münzen. Ich wette mit dir, das sind die Wachen beim Tor oben. Ja, aber die müssten wir umbringen. Ja. Die können wir nicht ausnocken ohne. Ja, wenn wir einen Weg jetzt zurückfinden, dann könnten wir sie eventuell ausnocken. Ja, aber es gibt keinen Weg mehr zurück. Gut. Darf ich jetzt wieder Alt drücken? Gut. Lachen würde ich, wenn da jetzt irgendwo so eine Schatztruhe liegt. Ist das Holz?
Notiz des Toten ermieden. Hier beim Vrenhaven soll mein letztes Heim sein. Es stinkt beim großen Nichts, aber der Hexenfischeintopf meiner Großmutter wird den Geruch vertreiben. Ich erinnere mich daran, von diesem Fluss aus auf das weite Meer zu segeln, in gleichendem Sonnenlicht, über das azurblauen Wasser. Ich war gerade mal 15 Jahre alt und unsere Netze waren immer bis zum Bersten gefüllt. Ah, die alten Zeiten, bevor alles den Bach runterging. Jetzt erwarte ich nur noch die Stiefel der Wache gegen meinen Kopf, die Zähne der Ratten an meinen Knochen oder das Zittern der Seuche überall auf meiner Haut. Alles egal. Als ob das da unten ist Geld. Okay. Oh, fuck. Als ob es das jetzt war mit dem Secret. Wo ist das Holz hin? Schon. Tja. Bin ich gespannt, wie viele wir haben. Wir haben bestimmt unzählige von den Secrets verpasst. Garantiert. Ah, da gibt's aber nochmal Geld. Beim Mülleimer. Corvo, hier drüben. Schnell, ich bin dein Freund. Du Freund bist, weiß ich. Sonne. Wir haben sogar eine Luftanhaltanzeige. Oh. Irgendwie schauen die Inseln da voll cool aus. Ist das alles was? Wir können es probieren, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ja. Willst du es probieren? Nee. Okay. Oh, ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Ob Sie so ehrbar sind? Ah. Wir wissen doch. Leute, die dir helfen beim Ausbruch, die sind nicht wirklich ehrbar. Gegner eliminiert, 0. Zivilisten eliminiert, 0. Alarme ausgelöst, 0. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt, 0. Allgemeiner Chaosfaktor gesamt niedrig. Niemanden getötet, angehakt. Geist, nicht entdeckt worden, angehakt. Sonderaktion, Zimmer des Ermieten gefunden. Charlies Tresor geöffnet. 826 Münzen von 1010. Du meintest aber, wir haben schon. Was haben wir schon? Jetzt haben wir mehr als vorher. Ja, aber irgendwas anderes hast du gerade noch gesagt. Keine Ahnung. Habe ich selber wieder vergessen. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn
Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lord Regent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Admiral Hemlock, von dem er gerade sprach, das war der, der neben dem Speichellecker stand, als wir gefoltert wurden, um irgendwas zu unterzeichnen. Missionshinweis aktualisiert, okay. Also ich sag mal, hier sind Sachen echt schwer zu finden. Runen und sowas zum Beispiel. Aber wir bekommen bald das Herz. Okay. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Moin. Das ist eine Badewanne. Ja. Da rechts ist da noch was. Ist da noch was im Schrank? Ne. Ja. Was? Auszug aus einem Buch von Seemannsliedern. Was tun mit einem betrunkenen Walfänger? Was tun mit einem betrunkenen Walfänger morgens in der Früh? Ah, serviert das ist in den Garten zum Abend. Von dem, What shall we do with a drunken sailor? Ahoi, yo, ahoi, wir segeln. Ist abgeändert worden. Achtung, Bürger von Dunwall. Der alte Hafenbezirk. Alle Bücher angucken wenigstens, gibt nämlich Notizen. Auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und leuchtend. Das gibt 1000 Münzen? Ne, 100. Okay, also habe ich mich doch verlesen. Ja. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace, bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja, ich fange morgen noch einmal an. Okay, da hinter dir war noch eine Tür, oder? Nein. Ja. Da kommen wir. So, die Tür meinst du. Unzerstörbare Tür. Bei Schiffen musste ich jetzt gerade an Schiffen denken, also an unser österreichisches Pissen. Da ist noch so ein Audiogerät. Eintrag 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen. Das Bücherregal wirkt awkward. Voll. Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Nee. Ende. Das ist aus. Schalter. Schalter, wo ist der Ausschalter? Das
Die sagt halt einfach nichts zu uns, oder? Was haben wir denn eigentlich gerade für einen Schlüssel genommen? Vom Pub. Ah, vom Pub. Schlüssel zum Hauptmann des Pubs. Hauptraum des Pubs. Nee, das ist der Hauptmann. Third Floor. Zugemauert. Was kettet das so? Das ist oben drüber, wa? Klingt doch mal danach. Also ich kann dir jetzt schon sagen, dass das da unser... Nix. Nee. Aber das hier wird unser Zimmer. Ah. Okay. Aber die Tabletts bringen anscheinend sehr viel Geld mit 100. Und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, möchte er nicht runterspringen, zu übergeben, die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Ist das der Third Floor, der zugemauert wurde da hinter uns? Ja. Kannst du die Scheibe da kaputt machen? Scheibe? Easy. Sehr so. Easy. Ich glaube, wir sollten dann mal zu... dem Arschloch gehen. Da drin arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen sie dazu. Sie werden ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Was ist dahin? Willkommen im Houndpits Pub. Wie kann ich helfen? Hallo, Sir. Ich bin Wallace und das hier ist Cecilia. Wir wurden über ihr Kommen unterrichtet und werden unser Bestes tun, ihnen bei ihren Geschäften aus dem Weg zu gehen. Ja. Lydia ist auch eine Dienerin. Ist ziemlich freundlich von denen, dass die uns aus dem Weg gehen. Jo, ich wollte auf alle Fälle rutschen. Da gibt's so Erze, die einfach so am Rumliegen sind. Das denkst du, warum ich überall hinguck? Also ich kann dir sagen, ich habe das Spiel dreimal durchgespielt und habe die Erze gerade zum allerersten Mal gesehen. Was? Okay. Schlüssel zu Pieros Werkstatt erforderlich. Willst reingucken? Jo. Wenn, nachdem wir mit den Kaisertreuen geredet haben, der macht gerade unsere Maske, guck mal da links von der Maschine. Noch ein Stück. Da, die Tür da. Die ist offen, nachdem wir gesprochen haben. Das heißt, da kommen wir einfach so rein. Oh. Meine Güte, ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Apropos Aufnahme, wie lang ist sie denn schon? 24. Ich habe sie schon... Gut, rennen wir noch mit dem Typen. Mit dem haben wir doch schon geredet. Oh. Der sagt uns nur, dass wir reingehen sollen, mit denen Spaß, die da reden sollen. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaisers. Oh lol, nee, das ist doch nicht der Glatzentyp. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen.
Und ich bin Lord Trevor Pennant. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Das Bier ist halt einfach eine Fototextur. Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden. Voll. Und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Piero wird unser Hauptjob sein. Bei dem gibt's nämlich die Betäubungsbolzen zu kaufen und die Erweiterung. Dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem Kaiserreich gedient hat. Schon mit Piero gesprochen? Er stellt die Waffen her, die Sie bei Ihrer Flucht aus Coldridge hatten. Gehen Sie zu ihm. Okay, gut, dann gehen wir mal zu Piero, oder? Lol. Was ich nicht alles finde, ha? Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Nach oben. Warte, wir können gleich noch alles mitnehmen. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Wahl Energie besitzt, mit Waffen auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck der Kälte nicht standhalten. Geh mal hier. Rausnehmen. Zack. Hopp. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine Münze. Substanz bildet. Am Fenster ist eine Münze. Willst du jetzt Danke füllen? Nee, ich habe eigentlich nur das die Nachrichten abgewartet. Einfach in die Nähe der Öffnung halten. Ja, noch nicht. Erst alles einsammeln. Okay. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Hier sehen Sie die Maske des Attentäters. Weißt du, weil wir jetzt für ein einziges Mal reinfahren, extra den Dank holen mussten. Diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still.
damit ich sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren und herstellen macht den Shop von ihm auf. Okay. Armbrustprädition, Präzision, Reichweite, Nachlader. Nachlader ist super. Der dreht die Armbrust so und die ist instant nachgeladen. Pistolenverbesserung, bla bla. Maskenoptik können wir noch freischalten. Magazinkapazität, Bolzenkapazität und Granatenkapazität. Also ich würde erstmal auf den, was ist ein Kampfbetäubungsbolzen? Die einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Erstmal kaufen. Ich würde das ist der einzige Grund, warum wir die Armbrust überhaupt brauchen. Also den Nachlader würde ich noch kaufen, dann unten die Bolzenkapazität und also das geht sich jetzt alles sowieso nicht aus. Aber was ich jetzt meine, mir ist halt was so gut wäre irgendwann mal. Die Reichweite natürlich auch. Bolzenkapazität sehr wichtig, damit wir mehr Betäubungsbolzen mitnehmen können. Und dann halt Betäubungsbolzen. 30 pro. Wie viel können wir mitnehmen? Bis zu 10 können wir jetzt tragen. Das heißt, 7 könnten wir noch kaufen. Was sich nicht ausgeht vom Geld her, glaube ich, oder? Doch. Doch, geht sich aus. Kabel, können wir uns Kabelwerkzeug nee, das Kabelwerkzeug brauchen wir nicht. Das ist halt das Maschinen übernehmen. Aber das brauchen wir ja nicht. Ja, gut, vielleicht gibt es hier ein, zwei Maschinen, die... Es gibt die elektrischen Türen, wo alle instant verbrutzeln, wenn sie durchlaufen. Und die Geräte, die wir schon in den anderen Dingen gesehen haben. Ja, ich weiß. Aber es muss doch irgendwelche Geräte geben, die keinen töten. Ne. Es gibt keine Geräte, die keinen töten. Es gibt nur Geräte, Regent ist die grausam. Töten. Ja. Okay. Mehr Geld haben wir im Moment eh nicht. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe.